Jo Leute, da bin ich wieder. Muss ja weitergehen. Abgeschlossene Projekte sind tolle Projekte und ich habe ja ein paar offen, weil ich Vollpfosten immer wieder mit was Neuem anfange. Und dann kriege ich es nicht gebacken, das Spiel zu beenden, so wie Vice, weil der letzte Endboss so scheiße schwer ist. Wenn Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 1 durchgespielt hat, der weiß das. Wenn du einen Endboss mit mehreren Formen hast, der dir richtig ein richtig schweres Muster hat und dir richtig den Arsch versohlt. Ja, so ist das bei Weiß auch. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Nerven, das hinzukriegen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Da kümmert es mich nämlich nicht, ob ich am Ende der Sieger bin oder der Verlierer. Ich will einfach gegen alle spielen und gucken, wie viele Punkte wir am Ende haben. Bis jetzt haben wir 5 Siege aus 5 Spielen und 16 Punkte und ich werde jetzt einfach mal die Mannschaft auswählen, die ich von den übrigen hier am wenigsten mag. Und da tendiere ich zwischen, die ich jetzt aktuell am wenigsten mag. Und da balanciere ich zwischen Brasilien, England und Deutschland. Kann mich aber gar nicht, also Deutschland mag ich wirklich gar nicht, die Nationalmannschaft, diese Vögel. England, ich mag viele Bands, die daherkommen, aber irgendwie. Ich habe sogar für Brasilien mehr über. Ist das nicht unglaublich? Ich schätze, ich mache zuerst. Ich versuche es zuerst mal mit den Engländern. Wie sieht das Wetter aus? Regen. Wir hatten noch nicht einmal Sonne, glaube ich. Oh, aber hier meine. Der muss mal langsam. Ich filter den einfach mit allem durch hier. Das ist ja. Du kriegst ja gar nicht wieder sauber, den Typen. Mit dem habe ich die ganze Zeit gespielt. Macht er nicht. Oh, der mag Teddybären. Ich finde das geil, dass man ihnen Manga-Anime-Videos gibt. Dort eine Pflaume. Oh, die mag er auch. Da kann man gut von scheißen, ne? Yeah, okay. Yeah. Ja, ich weiß es nicht, was man dem geben muss, dem Kollegen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, ihm hier noch was zu geben. Oh, okay, das hat auch nicht gezogen. Ein Tuch. Ein neues Handtuch, okay. Hier kommt dem geben wir Vitamine. Oh ne, ein Handtuch, okay. Super, das wollte er auch, genau das wollte er haben. Und wenn jetzt der hier das gleiche möchte. Jawohl, alle wollen neues Handtuch. Ja, oh, sauberes Handtuch. Du auch ein neues Handtuch? Komm, hier. Ja, okay, dann bin ich nicht mehr ganz so grimmig. Ah. Gut, dann kriegen sie jetzt alle ein neues Handtuch von mir. Die werden wir hochpowern, die jetzt grinsen. Und bei unserem Zopfmeister ist ja anscheinend alles verloren. Wir haben jetzt jedenfalls richtig viele Leute, die gut drauf sind. Ich behalte erstmal meinen Kunio als Spieler. Alter, was ist mit denen los? Die sind natürlich eine
ganze Batterie besser. Oh ja, sind sie. Aber unser Torhüter ist ja ein guter. Mit seinem Diadem. Ich frag mich, ob sie... Ich habe das andere schon so lange nicht mehr... Oh, geblockt. Ich habe das andere schon so lange nicht mehr gespielt. Frag mich, ob wir hier die gleichen Themen haben wie... Oh, fuck you. Okay, die sind stark. Also das wird jetzt ganz anders als die, letzten Spiele, die wir hatten. Gegen die Mannschaften aus... Oh, fuck. Asien und Afrika. Alter Schwede. Aber ich wusste gar nicht, dass man das... Geht davon sogar noch zurückschießen. Zum Torwart zurückspielen. So, hinterher, Leute. Alter Schwede. Hab gar keine Chance gegen. Gut, dass das ein Torhüter nicht beeinflusst hier. Schade. Gut, wenigstens mein Torschuss gemacht. Oh. Ach so, und dann... Ah. Okay, die sind auch robuster. Du prallst. Du kannst zwar treffen, aber du prallst genauso an ihn ab. Oh. Okay, das wird eine harte Nuss hier. Oh, fuck, ey. Penner Söhne. Fuck. Halbzeit. Und eigentlich noch nicht wirklich eine Chance gehabt. Diese Baller fressen. Alter Schwede! Was meckern diese Fotzen denn rum hier? Okay, Kunio auch beschissen drauf. Ja, müssen wir wechseln. Also, er wie immer Brille in weiß. So. Der hat schlechte Laune gehabt. Also er hatte eigentlich gute. Den nehme ich jetzt auch mal. Ich weiß gar nicht, was der mir hier anzeigt, Alter. Der hatte, glaube ich, auch gute IVAC. Der hatte schlechte. So, Stirnband. Hori Guy. Mein Torhüter. Cool. Ich weiß es gerade nicht. So, ab in die zweite Halbzeit.
Jawohl. Oh. Fick, du Bastarde. Also mit dem Keeper habe ich auf jeden Fall genau das Richtige gemacht. Alter, Leute, so knapp vorm Tor, da ist dieser Scheißball geladen. Boah. Also England ist ein Brett, das sage ich euch. Und das ist nicht das Letzte, denn hier ist anscheinend Deutschland das stärkste Team. Holla, die Bumsfee. Mal zu weit vor. Er spielt ja auch immer auf mich gleich. Jawohl, Tiger, nie. Ah, oh, fuck. Warum ist denn der Ball blau? Schön. Okay. Oh, PK. Kein Unentschieden. Oh, Pfosten. Scheiße. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Ah, so geht das. Das ist eigentlich gar nicht mal schwer. Das ist nicht gut. Oh, Alter, scheiße. Das ist jetzt ranzig. Oh, scheiße. Ich weiß auch nicht direkt, wie man springt. So, wenn ich jetzt einen halten würde, wäre das mal ganz praktisch. Ah, oh, das gibt's nicht. Mit dem Pfeilrückzieher macht er den. Okay, damit haben sie gewonnen. Scheiß Punks. Okay, das war das Spiel. Jetzt wird natürlich übergeblendet. Wir machen ein nächstes Spiel. Bis gleich.